Und da sind wir schon wieder. Willkommen zurück. 7 Schuss. Ist nicht die Welt, ne? Aber... kann erleben. Zwischen Leben und Tod entscheiden. Da lag noch eine Granate auf dem Boden. Jetzt habe ich wieder 24 Stück. Da können wir doch gleich mal eine reinschmeißen, wenn sie aufgeht, ne? Erwartet doch bestimmt schon was. Die wird nicht aufgehen. Ach, die haben die Tür mit wegen der Waffe da drin. Hast du irgendwas Gescheites? Und jetzt? Ich habe noch nicht geguckt. Was schießt du? Bei ihm ist die Tür wohl offen, bei uns nicht. Jetzt geht's auf bei mir. Da hat sie schon alle gekillt. Alle noch nicht. Ich glaube jetzt, ne? Ich glaube jetzt. Das war turbulent. Danke für den Vogeldunst. Danke für Maul und Klauen. das ist solche Muni. Das ist Mumuni. Ach, deswegen sind jetzt alle kaputt gegangen. Ja. Ach, okay, jetzt da oben ist die Spawn. It's your fucking game. Also irgendwie glaube ich, hier waren explosive Stoffe drin. Ah, hier ist der E. What the fuck? Hat jemand von euch noch eine Granate gefallen lassen? Hello, this is Kurt. I mean, Tretjadan Karlsson. Me and the lads need to report that we have encountered and defeated a group of the Russian robots. Russen? We decided that we would do more good if we took on the Russians on our own. Both me and Jerry served in Finland during the war, you know. So we know a thing or two, yes. Of course, back then the communists didn't have these robots. Anyway, we ambushed some of them by the readiness storage in the Sin Mirabayat. There were many, but we managed to lure them inside and seal the gates. We used Helge's old Hörkvist rifle to lock it. Shame for such a nice heirloom. But he didn't make it. So it seemed fitting to give him the last word. Ich hab hier noch Munition für dich, Otto. Okay. Also der meint jetzt, es wären russische Roboter, aber Entschuldigung, warum steht da dann auf Schwedisch was drauf? Natürlich könnte man sagen, das ist eine Taktik, aber... Ich schmeiß hier auch nochmal kurz Muni für dich rein. Schnellreisen, wohin? Ja, guck doch mal den Marker an, Otto. Mag ich nicht, der ist hässlich. Ja, da geht 1, die zeigt irgendwo hin. In der Schuss. Ah ja, da unten. Zum Bunker wieder, ne? Mhm. Ich hab nichts markiert, ne? Nix? Nein. Bei mir ist hier die Spielerposition 1 markiert. Ja, weil ich die Markierung noch nicht entfernt hatte. Die ist alt. Achso, wir müssen komplett nach Norden. Wir können zum Unterschlupf Stenmarer im Norden reisen. Oh ja, nehmen wir die öffentlichen Verkehrsmittel. Da wir haben hier drüben in der Schusslinie ja auch noch. Hm? Mir wurde jetzt was anderes angezeigt. Moment, Lok. Ist der. Hä? In der Schusslinie die Brücke, Kommandobunkernetzwerk. Ein Rückzugsort habe ich als Nebenmission noch. Ja. Den können wir noch machen. Wo ist denn der? Weiß ich nicht. Das ist bei Ruxele irgendwo. Ah ja, das ist direkt neben Myrdalen. Das ist südöstlich von Biskoxen, wo wir gerade sind. Unterhalb vom Moschusochs auf Pelsisch. Ja, dann gehe ich mal zum Unterschlupf Myrdalen. Ja, Sir! Im Bunker dann drin, ne? Ja. Und während der ganzen Wanderung darunter singt der Racer schöne Lieder wie im Frühtau zum Moschusochsenberge. Und wenn Schmidt singt, wird nicht befördert. Ah, da liegt immer noch ein Schuss fürs Mur auf dem Boden rum. Die Granaten riechen vorerst. Ach, die Kiste ist schon wieder voll. Oh Gott, ich werde hier immer wieder zurückgesetzt. Entweder lag oder wir schieben dich wieder rum. Denkt das Spiel wieder, du hängst da irgendwo dran oder was? Anscheinend. Hey Smooth, vielleicht hängt er an uns. Sniff. Ach, und Moment, die Hohlspitzenmuni, wenn ich die wieder richtig stacke, kann ich doch schon wieder einen Platz sparen. Racer, Radikaler, Draufgänger und Logistikexperte. So. Waren wir hier drüben? Ich bin direkt hinter dir, Agatha. Agatha hat was gefunden.
Hast du auch genug zum Teilen? Ich doch immer. Ich glaube nämlich, dass wir hier auf der Seite noch nicht waren. Ja, sonst wären die Viecher ja wahrscheinlich weg, ne? Weil wir gleich den Markern nachgelaufen sind. Ja, da kommt gleich noch einer. Ei, gute wie? Boah, ist eh nix. Ja, zwei Klauke-Schuss habe ich da gehabt. Also aber auch, ich glaube, das spende ich im nächsten Kindergarten oder so. Oh ja, da kommt man auch bloß raus. Boah. Frische Luft ist radical. Wo sind die eins? Da hinten. Da unten hämmert schon wieder irgendwas. Ah ja. Aber das ist auch im Moment gerade Munitionsverschwendung. Ach, ich meine, ein bisschen was verlieren sie ja gerne mal, aber man steckt in der Regel mehr rein. Eine Antenne? Was ist da? Antenne? Ah, ja. Okay, ja, dann machen wir ihn halt doch, ne? Ja. Oder soll ich die Antenne von hier oben wegmachen? Ach, wir kommen schon mit runter. Wir wollen ja auch EP und Spaß. EP und Spaß! Hallo, Dicker, guck mal, ich hab Granaten dabei, nur für dich. Schau dir den... Ach, ein Prototyp, Stufe 1. Darfst du überhaupt schon alleine raus? Antenne ist kaputt. Oh, aber da sind auch noch ein paar Hunde dabei. Granaten schmeißen, lalala. Granaten schmeißen, lalala. Hunde zerscheißen auch, lalala. Lalalala. Es ab jetzt meine Stiletto-Queen, so wie der läuft. Ach. Errungenschaft freigeschaltet. Auf euch wartet meine kleine Freundin. Ich habe heute auch schon wieder zwei Achievements gekriegt, seltsamerweise. Oh. Ach, 8 Rauchgeschosse hat er verloren. Und dann habe ich BMG-Muni für den Smoo gekriegt. 2 unterschiedliche. Ja, und das mal nicht mal wenig. Und einmal für den solche Klauke-Muni, 28 Schuss. Für die nächsten Hunde wird's reichen. Ist irgendwas Interessantes drin? Nichts für euch. Inventar, wo haben wir denn? So. Gegenstand ablegen. Falls jemand noch ein erweitertes Erste-Hilfe-Set will, hat er bei mir auch verloren, aber wofür denn, ne? Also einen abgetrennten Zeh oder sowas kriegst du ja auch mit dem Tacker wieder dran. Aber sonst? Weil natürlich, dann stopfen wir Wattepads in die Wunden und so und dann ist wieder gut. Was für eine Munitionstyp benutzen die Glauke? Die blaue die 9mm. Okay. Brauchst du noch? Nee, schmeißt es weg. Also ich habe davon noch recht viele in der blauen Kiste. Blaue Muni in der blauen Kiste? Ja, ich brauche von den 44er, die hebe ich auch nicht mehr auf. Sie ist schon kommen, irgendwann beschmeißen wir die Viecher ja, einfach mit Kugeln. Auch noch mehr als genug. Ich habe noch einen Ping hier. Ja, das ist wahrscheinlich ein Trötebot. Ein Geräusch. Ja, das hört sich so an. Nee, das sind Hunde. Ich sehe mindestens 2, wahrscheinlich 3. 3, ja. Also als Rudel zählt das nicht. So, Jungs. Und du noch, ne? Oh, ist auch noch ein 4. mitten hinten im Gemüse. Raus aus meinem Gemüsebeet. Der will nicht, ne? Wenn er gescheit ziehen würde, würde er mich auch kriegen. Jetzt stell mein Kotenverbotenschild auf! Wenn das Wörtchen, wenn ich wäre. Wäre ich längst Millionär. Genau. Weißt du, wo ist denn. Ich finde den einen nicht, den wir noch erschossen haben. Bei 3 Stück war ich. Fehlt noch einer. Naja. Willst du noch 1mm Munition mitnehmen oder was? Oh, war da in der Hütte? Waren wir da drin, Leute? Da bei der Antenne und so? Ja. Das zählt noch zum Bunker, oder wie? Ach so, ja. Okay. Ja. Autsch. Solche lass dich doch nicht reißen von denen. Die können nix. Junge. Kleines Roboterdottchen. Wann das? Der Sprung war ja mal gar nicht, also... Dem Ruhm voraus. Gesundheit. Juhu, eine Flintenlaufkugel. Eine Vogeldunstkugel. Du meinst eine Patrone. Eine Patrone.
Kennt ihr den Panettone? Weil du weißt ja nicht, wie viele Kugeln in der Patronen drin sind, ne? Ja. Ist immer eine Pumpe. Aber bei Flintenlaufmuni ist es nur eine. Genauso wie ich, ein einsamer Krieger. Also eine Slug. Ja. Das hast du, glaube ich, das letzte Mal auch schon festgestellt. Und das vorletzte Mal. Ja. Sei froh, dass es nicht Gummigeschosse sind. Ja, ich glaube, das würde die Roboter... Naja, okay, ich meine, es hat ja auch einen gewissen Druck, aber ich glaube, es würde sie vielleicht weniger stören. Ein Plackgeschoss, ne? Ja, damit wir so einen Placke kriegen. Oder wenn man auf den Hintern zielt, ein B-Plack. Wow. Ach, guck mal, da ist sogar eine Mühle und da steht gerade was auf vor der Mühle. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, vielleicht hat es euch schon gesehen. Es sah irgendwie ein bisschen spinnig. Ah, aus. Guten Tag, die Herren. Ja gut, schieß weiter so schlecht, du blödes Viech. Ist mir recht. Yeah. Das ist doof zum Treffen. Hauptsache, du machst irgendwo Schaden, ne? Also, außer bei uns, ne? Das wäre nicht so gut. Geht doch. Das ist schön, wenn man die Leichen von denen als Deckung benutzen kann, ne? Ja, wir setzen ihre eigene Panzerung gegen sie ein. Blöde Viecher. Okay, noch einer. Und der Smur hat da vorne bestimmt noch was. So wie sich das anhört. Ja, nimm mit. Das ist... Hier endlich mal Ruhe. Das ist die Waffe, die abgefallen ist. Das war die letzte Tanne von der Oma. Oh ja, da ist der Große aufgestiegen. Aufgestanden. Naja. Wollen wir den auch noch machen oder sollen wir kurz hier noch gucken? Ja. Ich guck erstmal. Ja, guck okay. Mal. Looten ist gut. Nicht das mal, was wir sehen. Da steht eine Kiste, die man nicht öffnen kann. Ah ja, wir haben hier Unterschlupf. Yay. Juhu. Mann, ist doch das hier bestimmt der schnuckelige Bauernhof. Oder Gurt, wie man auf Schwedisch sagt. Auch der Große ist der Meinung, er hat uns gesehen. Soll er doch. Mann. Mann, Frau, divers. Soll ich jetzt, lass mich doch mal aus dem Eck raus. Ich bewege mich keinen Meter. Ich habe eine Pilotenbrille gekriegt. Ja, dann beweg dich mal. Ah. Kurzen Moment. Wieso muss man drängen? So, das war's mit dem Reiskocher. Guten Tag. Der Große steht direkt vor der Tür. Hi. Okay, solche macht von da. Ich umgehe ihn. Okay, der hat mich direkt angeguckt, aber... Ah. Ja, das tut weh, ne? Wenn man in den Bobbes kriegt. Auch wenn man ein Roboter ist. Ich glaube, der hat Chili gegessen heute. Nice! Und gerade die Rakete, gerade eine Handgranate schmeißen. No. Und sogar Muni für mich verloren, ju. Der hat überhaupt nichts für mich dabei, nur 44er. Okay. Hauptsächlich 44er. Da hatte ich richtig Glück. Ich schmeiß hier mal noch Osselmuni hin. Osselmuni? Da gucken wir doch gleich mal, weil wir neugierig sind. Es ist für mich wie ein Scooby-Snack. Wow. Haha, damit habe ich den. Jetzt noch einen. Ah, vielleicht kommt jetzt noch ein bisschen was nach, ne? Naja, die bei Flanken gefehlt haben. Ich hab hier das explosive Ding in die Luft gejagt und daneben ist ein Hundchen gestanden. Boah, das ist doch auch gut. Zwei mit einer Klappe und so, ne? Im Moment habe ich jetzt nicht eigentlich wieder. Ich habe ein Level-Up. Da kommen dann leveln wir mal Chemiker, damit wir Schlösser knacken und Bergen dann noch leveln können. Ach, hier oben ist auch noch. Okay. Ich definiere, der Bauernhof gehört jetzt uns. Luftbehälter. Ab zum Häuschen von dem Landwirt. Nein, die Mühle kann man leider nicht rein. Schade. Ich habe noch was gehört, oder war das die Mühle, die da so knarzt? Ach, hier ist einiges. Erstmal Garage, dann das kleine Haus und dann das... Oder? Haben wir einiges vor uns. Und hinter uns haben wir auch schon einiges. So ein bisschen. Das schreibe ich alles in meinem Lebenslauf. Ich höre wieder irgendwas kraucheln. Könnte das sein? Der Nachtschleicher, er kommt, um
dir am Hosenbein rumzuspielen, das von Bett runterdengelt und weil, dann ist es nicht mehr im Bett, dann kann das Monster danach greifen. Und du bist völlig schutzlos und rechnest nicht damit. Kennt ihr, ne? Nein. Du kennst nicht das Monster, das kommt, wenn das Bein aus dem Bett hängt? Nein. Das gibt's doch nicht. Also zum Glück schläfst du nicht bei jedem. Vor allem unter dem Bett, ne? Guck mal, hier ist sogar noch eine Kiste in der Ecke. Hellblaue Strickhandschuhe. Hattest du die Eckenkiste, solche? Welche Eckenkiste? Da, neben dem Fernseher in der Ecke, da steht noch eine Kiste. Oh Gott. Ja. Da komme ich ja nicht mal hin. Ja, ich gehe jetzt. Ich gehe aus dem Haus. Zur Batterie eben. Jetzt kannst du, ich bin weg. Nee, ich bin schon raus. Jetzt will ich nicht mehr. Ach, die Kinder. Nee, das ist das Drängeln, was ich nicht mag. Wieso das Drängeln? Ich war als erstes da hinten im Eck drin, da kamst du das bestimmt. Bei mir war es das nicht, aber wie gesagt. Nee, vielleicht nee, das ist auch das Spiel. Das Affenkiste? Das ist einfach. Ist es auch. Es ist so dämlich. Du stellst dich irgendwo hin, bist da bluten, dann kommt irgendwie einer dazu und auf einmal. Fliegt der Smoo davon! Blockiert man sich gegenseitig, obwohl man noch immer was dazu kam. Das nervt. Das ist echt das Nervige. Das ist halt dann die Frage, ob ich mir das DLC dann überhaupt kaufe. Ne? Ein bisschen genervt ist man dann schon, auch beim Looten. Ausgerechnet dann. Dann wirst du irgendwo hingeschoben, steckst wieder irgendwo fest. Dann bist du wie der unfreiwillige Dübel. Da ist halt dann wirklich die Frage, sollte man sich das DLC dann überhaupt kaufen? In den Alpen ist genug Platz. Da hängt man bestimmt nicht so oft. Naja, in den Alpen gibt es mit dem neuen Update gibt es doch sicher. Ist hier oben was? Also ein Ding habe ich schon mal gesehen und da war auch nichts drin. Ja, eigentlich cool, ne? Wenn man da so richtig dann oben raus snipern könnte. Wenn man da rein könnte. Aber was blinkt denn da hinten? Das könnte eine Antenne sein. Ist das wieder eine Antenne? Ah, die ist. Das ist jetzt ein Schuss! Ein Schuss mit Panzergewehr. Man kann den Smoo doch was heißen. Der Smoo hat hier wieder. Panzer bräuchte eine Muni. Aber haben wir. Da war schon wieder so ein Geräusch. Da schießt ja, was auf uns. Und jetzt ein bisschen. Ja, die sind ein bisschen pisst. Weil ich die Antenne weggemacht habe. Ich geh mal in den Jägerstand. Der hat mich tatsächlich noch getroffen. Da kannst du nicht rein. Da ist ein Hakan vor der Tür. Hab ich gerade probiert, da kommst du nicht rein. Ach, im schlimmsten Fall glitscht der Smoo da durch, ne? Wo ein Smoo ist, da ist danach auch ein Weg. Aber erst danach, oder wie? Ja, vielleicht, manchmal. Meistens. Oh, die Hohlspitzmuni, jetzt wollte ich gerade sagen, geht langsam wieder aus und dann verlieren die wieder. Haben wir da hinten nicht auch noch irgendwas? Da hinten ist auch noch was Rotes, da brennt was. Na, das zieht uns doch an wie die Motten. Das einfache Erste-Hilfe-Set nehme ich mal mit, es gibt genau 25 Punkte, die ich brauche, um jetzt wieder auf 100 zu kommen. Ach, da würden wir jetzt schon über die Grenze in einen anderen Spielbereich gehen. Okay. Das ist die Frage, wir haben ja noch Missionen, ja. Noch und nöcher. Das heißt, immer erst Missionen machen. Wir haben hier ganz oben an der Landspitze haben wir noch die Brücke. Ja, die Schusslinie. Dann, ja, die würde ich sagen, als erstes die Schusslinie. Gute Nacht, Belly. Was ist es? Nach die Neuner. Ach so. Was heißt denn hier gute Nacht? Ruhe sanft. Ach so, nee, Lydia hat sich verabschiedet. Ach so, gute Nacht, Lüdi. Sorry. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich habe eben auch nur. Ja, Entschuldigung, bei mir haben Lydia und Belly beide dieses gleiche Lila. Ja, bei mir auch. In der Tat bei mir auch. Von daher habe ich auch erst nur die Farbe gesehen und Belly sagt nach dir. Okay, guten Nacht, Belly. Ja, Entschuldigung, guten Nacht. Google Hals Maul. So. 3, 2, 1. So, wo ist denn die Schusslinie? 3, 2, 1, hey! Die Schusslinie ist hier Armeestützpunkt Norimari. Normira. Ach, da oben. Alles verstanden! Alles verstanden! In Schusslinie, Normira. Da. Wo ist denn die 1? Wo ist denn die 1? Die 1 ist im Westen. Schnellreise. Yeah! An den Unterschlupf daneben, oder? Ja. Den Kommando rechts daneben.
Aber kommen wir dann vielleicht. Eine Pause. Geile Idee. Ich gehe auch noch einen rauchen und ich brauche einen Kaffee. Bis gleich. Da kommen wir vielleicht in den abgesperrten Bereich. Das wäre interessant. Ja. So, bis gleich. Ja, bis gleich. Ich versuche wieder vergeblich, irgendwelche Sachen in die Kiste zu stopfen. Ja. Und nein, keine Angst, die Folge endet hier doch nicht. Wir haben doch ein klein bisschen Zeit. Es geht gleich weiter. Hi, Eisenfaust. So. Hallo, Eisenfaust. Wir haben gesagt, solche guckt's Smu an. Ich brauch deine Hose. Was? Ja, weil Smu hat die Dessel-Hose an. Und du den ganzen Dessel-Rest. Und das Einzige, was dir zum ganzen Outfit fehlen wird, ist halt die Hose, die der Smu trägt. Und da musste ich so ein bisschen an Terminator denken. Nee, Smu, wir haben gerade gesagt, wir bräuchten eigentlich einen Mod, der uns einen Ghost-Mode gibt. Also, dass it's man durch Spieler durchgehen kann. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Und, dass... Ich glaube, jetzt habe ich die Agathe rausgebracht. Sorry. Dass man, dass die Ragdoll-Funktion bei den Robotern ausgeschaltet wird. Dann könnte... Ich wäre schon wieder durch die Gegend teleportiert. Okay. Ich glaube, der Eisenfaust will, dass du ihm mal den Editor zeigst. Aber die meisten... nicht lang. Die meisten Klamotten und so weiter, die findet man erst durch den Spielverlauf hinweg. Ja. Also man fängt mit nicht gerade viel an. Und am Gesicht und so kann man leider nicht so viel verändern. Da gibt es ein paar vordefinierte. Ja. Jeweils für männlich und weiblich. Und Ossel. Und dazu müsste ich erst ins Hauptmenü zurück und... Ja. Dann machen wir, wenn, dann machen wir das danach. Zeige ich das vielleicht nochmal kurz. Und ich habe diesen Punk-Iro, ne? Und das Move würden unbedingt gern haben, ne? Und du hast ihn noch nicht gekriegt, ne? So spielt das Leben. Wir müssen nach Westen. Nach Westen? Ja. Okay. In den Westen. Go West. Life is peaceful, dear. Peaceful? Oh Gott, Ossel kommt schon wieder mit dem Fahrrad. Ja, der Schäder ist nicht da, das muss ja einer übernehmen, ne? Ein Fest, wo man Rügel lehrt. Ein Fest, das ist nie verkehrt. Ist lustig, mit dem Fahrrad bin ich langsamer als hier zu Fuß. Ich weiß ganz genau, wo ich ist. Ja, weil wir... Nicht nur da. Himmelblau. Was für eine Chaotentruppe, hier fühle ich mich wie zu Hause. Wahrscheinlich werden wir deswegen auch gegen die Maschinen gewinnen. Mit der Kraft der Freundschaft. Au! Ich habe einen Graben gefunden, wie so oft. Ich habe einen Graben gefunden. Ja. Wer hat den denn dahin platziert? Ich weiß es nicht. Muss doch ein Pionier gewesen sein. Pionierbot, genau. Er hat das extra für mich hier ausgehoben, die Sau. Ja, die müssten eigentlich Kampfbagger haben, die ihnen dann Schützengräben basteln. Ja, und hinterher kommen sie mit einem Brückenpanzer, ne? Ja, so kommt man dann auf die andere Insel, die eine da oben, wo anscheinend noch nichts ist. Also zumindest laut der Karte sieht's da ziemlich leer aus. Oder wir sehen halt noch nicht, dass da was ist. Das könnte ja auch sein. Ich glaube eher, wenn wir da reinkommen würden, dann würden wir sehen, vielleicht geht ja eine Brücke rüber oder sowas. Ja, da geht auch eine Brücke rüber und glaube ich. Also zumindest auf die eine Insel kommt man locker drauf und auf die andere weiß ich nicht. Dann können wir es ja mal erforschen. Wenn da halt einfach nur guter Strand ist, ne, dann lümmeln wir uns halt am Strand rum. Richtig. Das heißt, die lümmeln können. Solche spielt ja eine Frau. Ich lasse lümmeln. Ja, ich habe gerade überlegt, wie nennt man das dann, ne? Waffen 2 von 3. Ach so, da war bestimmt wieder eine Waffe, die ich nicht gebraucht habe. Wahrscheinlich. Und die Sammlerstücke haben wir da aber wirklich alle mitgehen lassen. Nicht schlecht. Ich hoffe, die verlangt keiner zurück, wenn die Leute später hier zurückkehren. Hier nicht irgendwo ein Tor? Smu, wenn du ein Tor findest, sagst du Bescheid, ja. Bei dem großen Mauerbereich, das war hier hinten. Ach so. Aber es war halt zu damals. Finde und zerstöre den Tick, der das Signal stört. Hm. Hängt irgendwo wieder an der Anlage. So eine kleine Mistzecke. Smu hat schon wieder Spaß. Aua. Hm, gibt's hier? Hier gibt's Loot. Au. Hellgrau-schwarze Punkhose. Ach, Ossel lootet lieber, als dass er schießt. Ich bin halt hier reingegangen, da war eine Tür. Ich glaube, ihr habt das auch... Ich hab einen Tick gefunden. Aua. Ist er kaputt? Ja. Oh, da gast noch einer ab. Oh ja. Bei mir schwingt sein...
sein Gebimsel. Sein Kabelscheiß. So nennt man das doch laut ADAC. So. Ach, 44er Moni, was will ich denn damit? Die nimmt noch nicht mal mehr Smu her, ne? Oder wie? Ja. Restmunition von Smu schlägt ein! Ja, liebe Leute, und damit endet dann schon wieder eine weitere Folge von Generation Zero. Was haben wir diesmal geschafft? Naja, wir sind in diesen militärischen Bunker da rein, wo wir auch die Nachricht von, wie ist er nochmal, Kurt oder so? Ah, ich glaube, es war Kurt, also die hat mir da gefunden, diese Nachricht. Da war wohl ein Veteran aus dem Krieg noch, der und sein Kollege. Und da war dann, glaube ich, noch ein dritter Kollege, der dann aber erwischt wurde, von dem dann die Flinte war, die Tür zugehalten hatte. Und ja, wir haben die Tür natürlich aufgemacht, weil wir neugierig sind, haben da drin einfach alles in die Luft gejagt. Das war ein schöner Moment. Also ich fand das richtig herrlich. Ja, und dann haben wir uns quasi, nachdem wir da drin dann diverse weitere Hinweise gefunden hatten, auf den Weg gemacht zu diesem Bauernhof, wo man sich schön einquartieren können sollte. Da haben wir eigentlich alles aufgeräumt und ab dann muss ich sagen, da bin ich mit Autopilot einfach Agathe und Smu hinterher, ne? Die werden schon wissen, was man macht. Das nächste Mal gucken wir uns nochmal diese befestigte Militäranlage an. Also vielleicht kommen wir jetzt wirklich rein. Das wäre wirklich was, wofür sich ein Cliffhanger lohnen würde. Ich lasse es daher einfach mal offen, weil ich ein Arsch bin. Ja, und ich sage dann mal wieder vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht schaut ihr auch beim nächsten Mal wieder rein bei uns. Bis denn dann.